Der Sommer 2023 entpuppt sich ja eher zu einem Herbstsommer. Es hat viel geregnet. Okay, versteht mich jetzt nicht falsch. Der Regen ist gut, der ist gut für die Natur. Die Natur war viel zu trocken die ganze Zeit. Und jetzt kann ein bisschen was dadurch repariert werden. Aber es ist einfach momentan nass und ungemütlich und herbstlich. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als die Chance zu nutzen und aus dem Regen Kunst zu schaffen. Ich habe mein Blatt Papier, das ist das Hahnemühle Expression Papier 300er Grammatur, auf ein Holzbrett gezogen und habe es dann vom Regen gewässert. Und ich habe nur mit Regen gearbeitet, habe anschließend meine Farbe aufgetragen. Dazu habe ich meine Unterwegs- und Draußen-Palette benutzt. Da sind auch granulierende Farben drin von Schminke Huradam. Und ich habe zuerst mit den normalen Aquarellfarben gearbeitet und bin dann mit den super granulierenden Farben drüber gegangen, um dem ganzen Hintergrund ein bisschen Struktur zu geben. Habe hinterher noch Aquarellstifte dazu benutzt, um diese Linien einzuarbeiten und habe dann nochmal versucht, die Farbe richtig deckend in die Mitte zu bringen und habe die vom Regen verlaufen lassen. Ja, als ich dann mit dem Prozess fertig war und es auch angefangen hat, wieder trockener zu werden, habe ich dann für mich beschlossen, dass ich jetzt mit dem Hintergrund fertig bin und habe das dann in meinem Atelier trocknen lassen und werde das jetzt ausarbeiten. Dazu habe ich meine Graphit-Aquarelle von Faber-Castell. Damit habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Ich habe eine Aquarellzeichnung damit vorgezeichnet und ich werde jetzt einen 4B Graphitstift nehmen und werde jetzt hier aus der Skizze das, was ich sehe, ausarbeiten. Ich habe jetzt das Motiv ein paar Mal hin und her gedreht und jetzt auch was gefunden, was ich daraus sehe. Und ich bin gespannt, ob mir das jetzt gelingt, umzusetzen. Witzigerweise nehme ich dieses Voice-Over bei einem schönen Sommergewitter auf, als ich mir meine Linien und Farbmatschflecken mir so angeschaut habe, habe ich als erstes Augen gesehen. Und dann habe ich auch so diese längliche Form erkannt und daraus einen Esel erkannt und habe den versucht irgendwie so ein bisschen einzufangen. Dann hatte ich oben diese große Biegung und die sah mir irgendwie so ein bisschen so aus, als könnte sie zu einem Regenschirm passen. Und den habe ich dann soweit ausgearbeitet, dass der Esel den Regenschirm über seinem Kopf trägt. Und der Esel hat ein sehr, sehr lachendes Gesicht. Bei Schiedwetter muss man ja nicht noch traurig gucken und deswegen lacht der Esel den Regen aus. Das war so die Idee hinter meiner Skizze. Und ich habe viele Farbschichten aufgetragen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder den Graphitstift mit dazu genommen. Einfach um die Aquarellfarbe zusätzlich noch mit dem Graphit aus dem Graphitstift zu vermengen. Um dem Ganzen halt eben so ein bisschen was Graues zu geben. Aber letztendlich bin ich sehr, sehr happy darüber, dass die Farben aus dem Hintergrund immer wieder mit durchkommen. Also diese kräftigen Türkis- und Lila-Töne kommen immer wieder durch. Und das hat mich auch nochmal dazu veranlasst, ein paar türkise Spritzer als Kontrast zu dem pinken Schirm mit einzubringen, sodass das Ganze ja harmonisch wird. Der Hintergrund an sich ist ja sehr dezent bunt. Und das passt dann zu den kräftigen Farben im Vordergrund und zu dem eigentlich grauen Esel, wo immer noch die Farbe mit durchdrückt. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, mir beim Prozess zuzusehen. Ich denke mal, ich habe genug gequatscht und lasse euch jetzt einfach mal dem Bild seinen Lauf nehmen. Both been waiting for this all night.
person. You don't seem to listen at all. I don't know if it's just a feeling. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Mal etwas andere Video gefallen. Falls ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr mir einen Like da lasst. Und ich würde sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, eure kreative Hexe, die Kati.